Humboldt was the most famous scientist in Europe. How he became so famous is very interesting because you, it's, you have to bear in mind that he also lost that fame. So he was someone who was in Alexandre de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. <laughs> <laughs> Hola amigos de DOLE para América Latina y bienvenidos a este programa especial sobre Alexander von Humboldt. Podría sonar algo aburrido, pero tienen que saber que Humboldt sería algo como el primer mochilero que viajó a América Latina. 250 Jahre Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. Politischer Essay über die Insel Kuba. Bevölkerung der Insel Kuba. Sie hören ausgewählte Passagen des Essay Politique sur l'île de Cuba, Band 1. Seiten 113 bis 187. Librerie de Gidefis, Rue Saint-Marc-Fédot Nummer 20, Paris 1826. Lesung und modernisierte Übersetzung aus der französischen Erstausgabe, Mark Pusch 2020. Bisher haben wir die Ausdehnung, das Klima und die geologische Beschaffenheit eines Landes untersucht, das der Ansiedlung menschlicher Zivilisation breitesten Raum bietet. Um die Bedeutung zu ermessen, die, durch vielfältigste Naturkräfte bedingt, die reichste der Antilleninseln eines Tages in die Waagschale der insularen Politik Amerikas werfen könnte, werden wir ihre aktuelle Bevölkerung mit derjenigen in Beziehung setzen, die der Boden eines Territoriums von 3600 Quadratseemeilen ernähren könnte, der sich zu großen Teilen unbebaut und von tropischen Regenfällen befruchtet findet. Drei nacheinander durchgeführte Volkszählungen von sehr unterschiedlicher Genauigkeit haben in den Jahren 1775 eine Bevölkerung von 170.862, 1791, eine Bevölkerung von 272.140 und 1817, eine Bevölkerung von 630.980 registriert. Die letzte Schätzung, deren Ergebnis weiter unten erläutert wird, ergab, 290.021 Weiße und 115.691 freie farbige Menschen sowie 225.268 Sklaven. Diese Ergebnisse befinden sich einigermaßen im Einklang mit der aufschlussreichen Arbeit, die der Stadtrat von Havanna im Jahre 1811 den Cortes von Spanien vorgelegt hat und in der man etwa 600.000 Einwohner zählt, von denen 274.000 auf die weiße, 114.000 auf die freie farbige und 212.000 auf die versklavte Bevölkerung entfallen. Erwägt man sowohl die verschiedenen Unterlassungen der letzten Volkszählung von 1817, bezüglich des Imports von Sklaven der Zoll in Havanna hat allein in den letzten drei Jahren 1818, 1819 und 1820 zusammen mehr als 41.000 gezählt, als auch das Wachstum der freien, farbigen und weißen Bevölkerung, das aus den Zählungen von 1810 und 1817 für den Osten der Insel hervorgeht, so kann man daraus schließen, dass gegen Ende 1825 vielleicht bereits folgende Zahlen zu verzeichnen sein werden. Freie Menschen 455.000, freie weiße Menschen 325.000 sowie freie farbige Menschen 130.000. Sklaven 260.000. Das könnte also für das Jahr 1825 vorausschauend eine Gesamtbevölkerung von 715.000 Menschen ergeben. Die Einwohnerzahl der Insel Kuba entspricht demnach heute in etwa der der Gesamtheit der britischen Antilleninseln. Sie ist dabei doppelt so groß wie die der Insel Jamaika. Der Vergleich der nach Herkunft und Grad ihrer zivilen Freiheit differenzierten Einwohnergruppen offenbart drastischste Unterschiede zwischen diesen Ländern, in denen allen die Sklaverei doch tief verwurzelt ist. Die tabellarische Übersicht dieser Verhältnisse mag zu den folgenreichsten Überlegungen Anlass geben. Gesamtbevölkerung nach Ländern Kuba 715.000 Jamaika 402.000 Gesamtheit aller Inseln der britischen Antillen 776.500 Gesamtheit aller Inseln des Antillenarchipels

Gesamtheit aller Inseln der britischen Antillen 71.350. Gesamtheit aller Inseln des Antillenarchipels 462.600. Vereinigte Staaten 8.575.000, Brasilien 920.000. Bevölkerung freier, farbiger, Mulatten und Schwarzer? Kuba 130.000. Jamaika 35.000. Gesamtheit aller Inseln der britischen Antillen 78.350. Gesamtheit aller Inseln des Antillenarchipels 1.212.900. Vereinigte Staaten 285.000, Brasilien 1.020.000. Sklaven Kuba 260.000, Jamaika 342.000. Gesamtheit aller Inseln der britischen Antillen 626.800. Gesamtheit aller Inseln des Antillenarchipels 1.147.500. Vereinigte Staaten 1.665.000. Brasilien 2.060.000. Daraus ergibt sich für die jeweiligen Staaten eine prozentuale Verteilung der Klassen wie folgt. Kuba. Weiße 46 Prozent, freie Farbige 18 Prozent, Sklaven 36 Prozent. Jamaika Weiße 6 Prozent, freie Farbige 9 Prozent, Sklaven 85 Prozent. Britische Antillen: Weiße neun Prozent, freie farbige zehn Prozent, Sklaven 81%. Prozent. Gesamter Antillenarchipel: Weiße siebzehn Prozent, freie farbige 43%. Prozent, Sklaven 40, Vereinigte Staaten, Weiße, 81 Prozent, Freie Farbige: 3 Sklaven 16, Brasilien: Weiße, 23 Prozent, Freie Farbige 26% und Sklaven 51%. Dank dieser Tabelle sieht man, dass auf der Insel Kuba die freien Menschen 64% der Gesamtbevölkerung stellen, auf den britischen Antillen aber kaum 19%. Alle Inseln des Antillenarchipels zusammengenommen bilden die farbigen Menschen, Schwarze und Mulatten, Freie und Sklaven, einen Anteil von 2.360.000 oder 83 Prozent der gesamten Bevölkerung. Anmerkung Alexander von Humboldts im Jahr 1788 betrug in Haiti die Zahl der freien Menschen 13%, Prozent, davon entfielen 8% Prozent auf die weiße und 5% Prozent auf die freie farbige Bevölkerung und die der Sklaven 87%. Prozent. Ende der Anmerkung Alexander von Humboldts. Wenn die Gesetzgebung der Antillen und die Lage der Menschen mit farbiger Haut nicht bald heilsame Reformen erfahren, wenn man fortfährt zu diskutieren anstatt zu handeln, wird die politische Vorherrschaft in die Hände derer fallen, die über Arbeitskraft, den Willen zur Befreiung und den Mut, anhaltende Entbehrungen zu überstehen, verfügen. Eine blutige Katastrophe wird als notwendige Folge der Umstände eintreten, und das auch ohne Einmischung der freien schwarzen Menschen Haitis, ohne dass diese das System der außenpolitischen Isolation aufgäben, das sie bisher praktiziert haben. Wer wagte den Einfluss vorherzusagen, den eine zwischen Kolumbien, Nordamerika und Guatemala befindliche afrikanische Konföderation der freien Staaten der Antilleninseln auf die Politik der neuen Welt ausüben könnte? Die Furcht vor diesem Ereignis wirkt ohne Zweifel viel stärker auf die Geister als die Prinzipien der Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Und doch halten auf jeder Insel die Weißen ihre Macht für unerschütterlich. Jede gleichzeitige Handlung von Seiten der Schwarzen scheint ihnen unmöglich, Jegliche Veränderung, jegliches Zugeständnis an die dienende Bevölkerung als Zeichen der Feigheit. Und nichts treibt sie zur Eile an. Die furchtbare Katastrophe von Saint-Domingue, Anmerkung des Übersetzers, gemeint sind die Sklavenrevolten in der französischen Kolonie Haiti, während derer infolge der französischen Revolution tausende Weiße hingemetzelt worden waren. Ende der Anmerkung? Die furchtbare Katastrophe von Saint Domingue offenbarte nichts weiter als die Unfähigkeit der Regierenden. Dieser Art sind die Illusionen, die einen großen Teil der Kolonisten auf den Antillen, die sich gleichwohl den Verbesserungen der Lage der Schwarzen in Georgia und Carolina entgegenstemmen, beherrschen. Die Insel Kuba kann besser als jede andere Antilleninsel dem allgemeinen Schiffbruch entgehen. Diese Insel zählt 455.000 freie Menschen und 260.000 Sklaven. Durch menschliche und zugleich vorsichtige Maßnahmen kann sie helfen, die voranschreitende Abschaffung der Sklaverei Einzuleiten. Vergessen wir nicht, dass es auf dem gesamten Antillenarchipel seit der Befreiung von Haiti mehr freie Schwarze und Mulatten gibt als Sklaven. Die Weißen und insbesondere die befreiten Farbigen, deren Sache leichter mit der der Weißen zu vereinbaren ist, erleben auf der Insel Kuba ein sehr rasches zahlenmäßiges Wachstum. Ohne die betrügerische Fortsetzung des Schleichhandels hätte die Zahl der Sklaven seit 1820 bereits viel stärker abgenommen. Würde dieser infame Handel, infolge des Fortschritts der menschlichen Zivilisation und des festen Willens der neuen Staaten des freien Amerika, sofort in Gänze eingestellt, würde sich die Zahl der dienenden Bevölkerung aufgrund des Missverhältnisses zwischen den beiden Geschlechtern und aufgrund des fortdauernden Befreiungsprozesses für einige Zeit bedeutend verringern. Also wird er nicht eher eingestellt werden, als das Verhältnis zwischen Sterblichkeits- und Geburtenraten der Sklaven so ausgeglichen ist, dass selbst die Effekte der Freilassungen kompensiert werden. Die weißen und befreiten Farbigen bilden bereits zwei Drittel der Einwohnerzahl der Insel, und ihr Anwachsen bedingt heute im Rahmen der Gesamtbevölkerung statistisch zumindest teilweise den Rückgang der Sklavenquote. In den Zuckerrohrplantagen steht unter diesen letztgenannten, bei Ausnahme der mulattischen Sklaven, die Anzahl der Frauen zu der der Männer, im Verhältnis 1 zu 4. Auf der ganzen Insel 1 zu 1,7. In den Städten und auf den Plantagen, wo schwarze Sklaven als Hausangestellte dienen oder sich als Tagelöhner für den eigenen und den Verdienst ihres Herrn verdingen, 1 zu 1,4 oder aber auch, wie in Havanna, nur 1 zu 1,2. Anmerkung Alexander von Humboldt Es erscheint mir durchaus wahrscheinlich, dass es gegen Ende des Jahres 1825 eine farbige Gesamtbevölkerung, Mulatten und Schwarze, Freie und Sklaven zusammengenommen, von 160.000 in den Städten und 230.000 auf dem Lande geben wird. 1811 hat das Consulado in einer Schrift für die Cortes, die Ständeversammlung von Spanien, die Zahl der farbigen Menschen in den Städten auf 141.000 und auf dem Land auf 185.000 geschätzt. Diese große Ansammlung von Mulatten, freien Schwarzen und Sklaven in den Städten ist ein typisches Charakteristikum der Insel Kuba. Ende der Anmerkung Alexander von Humboldts. In keiner anderen, durch Sklaverei geprägten Weltgegend sind Freilassungen so häufig wie auf der Insel Kuba. Die spanischen Gesetzgeber befördern die Freiheit, ohne sie zu verhindern oder zu kostspielig zu machen, wie es die englischen und französischen Gesetzgeber tun. Das Recht eines jeden Sklaven, seinen Meister zu wechseln, Amo, oder sich durch Rückerstattung des Kaufpreises freizukaufen, das religiöse Gefühl, das viele begüterte Herren dazu inspiriert, in ihrem Testament einer gewissen Anzahl Sklaven die Freiheit zu schenken, die Gewohnheit, eine Vielzahl Schwarzer für den Dienst im Haus zu unterhalten und die Bindungen, die auf diese Weise aus der Nähe zu den Weißen erwachsen, die Möglichkeit eines eigenen Verdienstes für die Arbeitssklaven, die, wenn sie auf eigene Rechnung arbeiten, ihrem Herrn nur eine gewisse Summe pro Tag abgeben müssen, all dies sind die hauptsächlichen Gründe, die es so vielen Sklaven ermöglichen, in den Städten vom Dienenden zum Stand der freien Farbigen überzuwechseln. Ich hätte hier die Chancen durch Lotteriegewinne und die des Glücksspiels anfügen können, wenn nicht ein Übermaß an Vertrauen auf diese riskanten Mittel allzu oft die verhängnisvollsten Folgen zeitigte. Die Lage der freien, farbigen Menschen ist in Havanna viel besser als in den Ländern, die sich seit Jahren einer fortgeschrittenen Kultur rühmen. Man kennt dort nicht jene barbarischen Gesetze, die noch in unseren Tagen angewandt werden und nach denen Freigelassene nicht ermächtigt sind, Schenkungen von Weißen anzunehmen, man sie jedoch ihrer Freiheiten beraubt und zugunsten des Staates verkauft, wenn man sie dabei ertappt, einen flüchtigen Sklaven bei sich zu beherbergen. Bis in die letzten Jahre des 18. Jahrhunderts war die Zahl der weiblichen Sklaven in den Zuckerrohrplantagen extrem gering. Es überrascht sehr, dass sich ein auf religiöse Skrupel gegründetes Vorurteil der Einfuhr von Frauen, deren Preis in Havanna generell ein Drittel unter dem der Männer rangierte, entgegenstemmte. Man zwang die Sklaven zur Ehelosigkeit unter dem Vorwande, die grassierende Sittenlosigkeit vermeiden zu wollen. Nur die Jesuiten und die Bethlehemiten hatten sich dieses verhängnisvollen Vorurteiles enthalten. Nur sie duldeten schwarze Frauen auf ihren Plantagen. Die zweifellos sehr lückenhafte Volkszählung von 1775 verzeichnete bereits 15.562 versklavte Frauen, und 29.366 versklavte Männer. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass diese Zählung die Gesamtheit der Insel erfasste und dass heute auf den Zuckerrohrplantagen selbst nur ein Viertel der dienenden Bevölkerung lebt. Seit dem Jahr 1795 begann das Konsulado von Havanna, sich ernstlich darum zu bekümmern, das Wachstum der dienenden Klasse von den Schwankungen des Handels unabhängig zu machen. Don Francisco de Arango, dessen Ansichten sich immer durch Weisheit auszeichneten, schlug vor, eine Steuer für die Plantagen einzuführen, die nicht mindestens ein Drittel weibliche Sklaven aufwiesen. Er forderte des Weiteren, dass man eine Gebühr von sechs Piastern auf jeden importierten Sklaven erhebe, von der die Frauen, Negras Spothalis, aber ausgenommen sein sollten. Auch wenn diese Maßnahmen von den Kolonialversammlungen, die sich Strafmaßnahmen immer zu verweigern pflegen, nicht angenommen worden sind, so wurde doch der Wunsch, die Zahl der Eheschließungen zu erhöhen und die Kinder der Sklaven besser zu stellen, in dieser Zeit geweckt und eine Fedula Real. Vom 22. April 1804 empfahl diese Subjekte der Fürsorge und Humanität der Kolonisten an. Die Volkszählung von 1817 ergab, laut Herrn Poinsett, 60.322 versklavte schwarze Frauen und 106.521 versklavte schwarze Männer. Das Verhältnis der versklavten schwarzen Frauen zu den Männern betrug im Jahr 1777 1 zu 1,9. 40 Jahre später hatte es sich bereits leicht verändert. Es betrug 1 zu 1,7. Die Geringfügigkeit dieses Wandels muss der enormen Menge von Negros Bothalis zugeschrieben werden, die seit 1791 eingeführt worden sind. Der Import von schwarzen Frauen stieg erst von 1817 bis 1820 signifikant an, als in den Städten dienende schwarze Sklaven nur noch einen kleinen Teil der Gesamtbevölkerung stellten. Anmerkung Alexander von Humboldt Auf den britischen Antillen zählte man 1823. Bei einer Gesamtzahl von 627.777 Sklaven, 308.467 männliche und 319.310 weibliche Sklaven, was einem Frauenüberschuss von 3,5 Prozent entspricht. Nur in Trinidad und Antigua gab es, wie auf Demerary in British Guayana, mehr Männer als Frauen unter den Sklaven. Ende der Anmerkung Humboldts. Im Partido, Bezirk von Batabano, der 1818 auf 13 Ingenios genannte Zuckermühlen und sieben Cafetales genannte Kaffeeplantagen eine Bevölkerung von 2678 Menschen aufwies, gab es 2226 schwarze Männliche, und 257 schwarze weibliche Sklaven, die sich also im Verhältnis 8 zu 1 zueinander befanden. Im Gerichtsbezirk von San Juan de los Remedios, der im Jahr 1827 auf 17 Zuckerrohrplantagen und 73 Cafetalis eine Bevölkerung von 13.700 Menschen aufwies, gab es 1.200 schwarze männliche, und 660 schwarze weibliche Sklaven, die also im Verhältnis 1,9 zu 1 standen. Im Gerichtsbezirk Philippinas, Pinar del Rio, der im Jahr 1819 eine Bevölkerung von 13.026 Menschen umfasste, gab es 2.494 männliche und 997 weibliche Sklaven im Verhältnis 2,4 zu 1. Wenn also auf der gesamten Insel Kuba das Verhältnis der Sklaven zu den Sklavinnen 1,7 zu 1 beträgt, so beträgt es auf den Zuckerrohrplantagen im Schnitt lediglich 4 zu 1. Die erste Einfuhr von schwarzen Menschen ereignete sich 1521 im östlichen Teil der Insel. Sie überstieg nicht die Zahl von 300 Personen. Die Spanier waren also weit weniger begierig auf Sklaven als die Portugiesen, denn im Jahr 1539 fand in Lissabon ein Verkauf von 12.000 schwarzen Menschen statt, so wie auch heute noch zur ewigen Schande des christlichen Europa. Griechische Sklaven auf den Märkten von Konstantinopel und Smyrna verkauft werden. Im Spanien des 16. Jahrhunderts war der Sklavenhandel nicht frei. Der Hof vergab ein Handelsprivileg für das gesamte spanische Amerika, das 1586 von Gaspar de Peralta, 1595 von Gómez Renel und 1616 von Antonio Rodríguez de Elvas käuflich erworben wurde. Die gesamte Einfuhr überstieg pro Jahr 3500 schwarze Menschen nicht und die Einwohner Kubas, die sich der Viehzucht widmeten, bezogen nur wenige davon. Während des spanischen Erbfolgekrieges ankerten die Franzosen in Havanna, um Sklaven gegen Tabak einzutauschen. Das Asiento das Sklavenhandelsprivileg der Engländer belebte ein wenig den Import von schwarzen Menschen. Anmerkung des Übersetzers Am Ende des spanischen Erbfolgekrieges erwarb England von Spanien das alleinige Handelsprivileg für schwarze Sklaven. Dies wurde im Vertrag von Utrecht festgeschrieben und galt für über 70 Jahre bis ins Jahr 1789. Nur England war es also in der Folge gestattet, Sklaven in das spanische Amerika einzuführen. Ende der Anmerkung. Obwohl die Einnahme und der anschließende Aufenthalt englischer Truppen in Havanna einen größeren Bedarf an neuen Sklaven hätte entstehen lassen müssen, überstieg im Gerichtsbezirk von Havanna im Jahre 1763 die Zahl der Sklaven die 25.000 und auf der gesamten Insel die 32.000 noch nicht. Der gesamte Import von schwarzen Sklaven zwischen 1521 und 1763 betrug wahrscheinlich 60.000 Individuen. Ihre Nachfahren leben unter den freien Mulatten, deren Mehrzahl den Ostteil der Insel bewohnt. Von 1763 bis zum Jahr 1790, in dem der Sklavenhandel freigegeben wurde, hat Havanna 24.875 Sklaven erhalten. Von 1763 bis 66 durch die Compagnia de Tabacos 4.957. Von 1773 bis 1779 durch den Vertrag des Markgrafen von Casa Enrile, 14.132 von 1786 bis 89 durch den Vertrag von Baker und Dawson 5786 Wenn man den Import von Sklaven im Ostteil der Insel in den genannten 27 Jahren also von 1763 bis 90 auf 6000 schätzt kann man von der Entdeckung der Insel Kuba oder zumindest von 1521 an bis 1790 eine Gesamtzahl von 90.875 errechnen? Wir werden bald sehen, dass in den 15 Jahren, die dem Jahr 1790 folgten, durch eine stetige Zunahme der Handelsaktivität mehr Sklaven geliefert worden sind als in den zweieinhalb Jahrhunderten, die dem freien Handel vorausgegangen waren. Diese Aktivität hat sich vor allem verdoppelt, seit zwischen England und Spanien vertraglich festgelegt wurde, dass vom 22. November 1817 an der Handel nördlich des Äquators und dann vom 30. Mai 1820 an vollständig verboten sein solle. Der spanische König nahm, die Nachwelt wird es eines Tages kaum glauben können, von England eine Summe von 400.000 Pfund Sterling als Kompensation der Ausfälle an, die aus der Beendigung dieses barbarischen Handels resultieren sollten. Den Zollregistern entsprechend, Folgen hier nun die Zahlen der schwarzen Menschen Afrikas, die allein über den Hafen von Havanna in den letzten Jahren eingeführt worden sind. 1790, 2534, 1791, 8498, 1792, 8511. 28 1793 3777 1794 4164 1795 5832 1796 5711 1797, 4552, 1798, 2001, 1799, 4919, 1800, 4145, 1801. 1659, 1802, 13832, 1803, 9671, 1804, 8923, 1805, 4999, 1806. Viertausenddreihundertfünfundneunzig, achtzehnhundertsieben, zweitausendfünfhundertfünfundsechzig, achtzehnhundertacht, eintausendsechshundert sieben, Eintausendeinhundertzweiundsechzig Achtzehnhundertzehn 6.672, 1811, 6.349, 1812, 6.081, 1813, 4.770, 1814, 4.308. 21 1815 9111 1816 17737 1817 25841 841 1818 neunzehntausendneunhundert und zwei, achtzehnhundert neunzehn, siebzehntausend einhundertvierundneunzig, vierundneunzig, viertausend Summe aus einunddreißig Jahren, zweihundert 574. In diesem Intervall beträgt der jährliche Durchschnitt 7470 und für die letzten zehn Jahre 11.542 Sklaven. Diese Zahl muss mindestens um ein Viertel erhöht werden, sowohl aufgrund des illegalen Handels und Unterschlagungen beim Zoll, als auch wegen des legalen Handels über Trinidad und Santiago de Cuba, so dass wir verzeichnen für die gesamte Insel von 1521 bis 1763 60.000 und von 1764 bis 1790 33.409

Zusätzliche Erhöhung sowohl für den illegalen Handel als auch für den Ostteil der Insel von 1791 bis 1820 56.000. Das ergibt eine Summe von 372.449 aus Afrika nach Kuba gehandelten Menschen. Wir haben weiter oben gesehen, dass Jamaika in denselben 300 Jahren 850.000 oder, um uns an eine sicherere Schätzung zu halten, in den 108 Jahren von 1700 bis 1808 annähernd 677.000 schwarze Menschen aus Afrika erhalten hat. Und doch verfügt diese Insel heute nicht über 380.000 freie und versklavte Mulatten und Schwarze. Die Insel Kuba bietet ein tröstlicheres Resultat. Sie weist 130.000 freie Farbige auf, während Jamaika bei einer Gesamtbevölkerung, die halb so groß ist wie die Kubas, nur 35.000 von ihnen zählt. Die Insel Kuba hat vor dem Jahr 1791 93.500 und von 1791 bis 1825 mindestens 320.000, also insgesamt 413.500 Menschen aus Afrika bezogen. Im Jahre 1825 befanden sich dort aufgrund der kleinen Anzahl durch den Handel importierter schwarzer Frauen nur 320.000 freie und versklavte Schwarze, 70.000 Mulatten, also insgesamt 390.000 farbige Menschen. Eine vergleichbare und auf leicht veränderten Daten basierende Rechnung wurde am 20. Juli 1811 den spanischen Cortes vorgelegt. Man hatte durch diese Berechnung nachzuweisen versucht, dass die Insel Kuba bis 1810 weniger als 229.000 Schwarzafrikaner erhalten hat, aus denen die nun auf Kuba lebende Bevölkerungsgruppe von 326.000 dienenden und freien Schwarzen sowie Mulatten hervorgegangen, und so ein Überschuss von 97.000 gegenüber dem afrikanischen Import entstanden sei. Anmerkungen Alexander von Humboldt 1. Gemäß einer durch das Consulado von Havanna veröffentlichten Note berechnete man den durchschnittlichen Preis, der 15.647 zwischen 1797 und 1800 eingeführten Negros Bozales auf 375 Piaster pro Kopf. Dieser Summe entsprechend hätten die 307.000 Schwarzafrikaner, die zwischen 1790 bis 1823 importiert worden sind, die Bewohner der Insel die Summe von 115.125.000 Piaster gekostet. 2. Meine Berechnung endet im Jahr 1825 und ergibt 413.500 seit der Eroberung importierter schwarzer Menschen. Die Kalkulation, die den Cortes übermittelt wurde, endet im Jahr 1810 und gibt 229.000 an. Die Differenz beträgt 184.500. Da nun einzig nach den Registern der Zollbehörde von Havanna berechnet, die Anzahl der in diesem Hafen eingeführten Negros Bozales von 1811 bis 1820 über 109.000 betrug, muss man dieser Summe erstens ein Viertel oder 27.000 für den legalen Import im Ostteil der Insel und zweitens das Produkt des illegalen Handels von 1811 bis 1825 hinzurechnen. 3. Die im Jahr 1811 vom Konsulado unternommene Arbeit über die wahrscheinliche Verteilung der 326.000 freien und versklavten farbigen Menschen umfasst extrem bemerkenswertes Material, das nur eine sehr große Ortskenntnis der Verwaltung liefern konnte. a. Städte westlicher Teil Havanna 27.000 freie Farbige und 28.000 Sklaven. Die sieben Dörfer des Magistrats 18.000, also in der gesamten Gerichtsbarkeit von Havanna 36.000 freie Farbige und 37.000 Sklaven. Östlicher Teil 36.000 freie Farbige und 32.000 Sklaven. Alle Städte, 72.000 freie Farbige und 69.000 Sklaven. Gesamt 141.000. B. Land. Gerichtsbarkeit von Havanna, 6.000 freie Farbige und 110.000 Sklaven. Östlicher Teil. 36.000 freie Farbige und 33.000 Sklaven. Gesamt der farbigen Bevölkerung auf dem Land 185.000. Siehe Documento sobre los Negros, Seite 121. Ende der Anmerkung Alexander von Humboldts. Außer Acht lassend, dass auch die Weißen ihren Beitrag zu den 70.000 Mulatten geleistet haben, auch das natürliche Wachstum außer Acht lassend, das so viele Tausende von nach und nach importierten schwarzen Menschen hätte zeitigen müssen, ruft man aus. Welch andere Nation oder welche andere menschliche Gesellschaft kann eine so vorteilhafte Bilanz der positiven Effekte des verhängnisvollen Sklavenhandels vorweisen? Ich respektiere die Gefühle, die diese Zeilen diktiert haben. Ich wiederhole das, wenn man die Insel Kuba mit Jamaika vergleicht, das Ergebnis zugunsten der spanischen Gesetzgebung und den Sitten der Bewohner der Insel Kuba ausfällt. Dieser Vergleich zeigt, dass auf der letztgenannten Insel ein der physischen Erhaltung und der Befreiung der schwarzen vorteilhafter Zustand herrscht. Aber welch trauriges Schauspiel bieten doch die christlichen und zivilisierten Völker, die darüber rechten, welches unter ihnen in drei Jahrhunderten die wenigsten Afrikaner durch die Niedrigkeit der Sklaverei zu Tode gebracht hat. Ich werde nicht die Behandlung der Sklaven in den südlichen Teilen der Vereinigten Staaten rühmen, doch gibt es Abstufungen im Leid der menschlichen Art. Anmerkung Alexander von Humboldts. Über den Vergleich der Missstände unter den Sklaven der Antillen siehe Negro Slavery in the US of America and Jamaica, 1823, page 31. 1823 zählte Jamaika 170.466 männliche und 171.916 weibliche Sklaven. 1820 gab es in den Vereinigten Staaten 788.028 männliche und 750.100 weibliche Sklaven. Hier herrscht also nicht das Missverhältnis der Geschlechter, das dem natürlichen Wachstum auf den Antillen mangelt. Ende der Anmerkung Humboldts. Der Sklave, der über eine Hütte und eine Familie verfügt, ist weniger unglücklich als der, den man als Teil einer Herde wie ein Stück Vieh einfärcht. Je größer die Zahl der Sklaven ist, die mit ihren Familien in Häusern leben, die sie für ihr Eigentum halten, desto stärker steigt ihre Zahl an. In den Vereinigten Staaten wurden an Sklaven registriert: 1790, 480.000, 1780 einundneunzig sechshundertsechsundsiebzigtausend sechshundertsechsundneunzig. Achtzehnhundert achthundertvierundneunzigtausend vierhundertvierundvierzig. Achtzehnhundertzehn. Eine Million einhunderteinundneunzigtausend dreihundertvierundsechzig. Und achtzehnhundertzwanzig. Eine Million fünfhunderteinundvierzigtausend fünfhundertachtundsechzig. Das jährliche Wachstum der letzten zehn Jahre betrug, ohne die Befreiung von 100.000 Sklaven zu zählen, 26 Promille, was eine Verdoppelung in 27 Jahren bedeutet. Anmerkung Alexander von Humboldts: Der Zuwachs von schwarzen Sklaven in den Jahren 1790 bis 1810 von 514.668 verdankt sich erstens der natürlichen Vergrößerung der Familien, zweitens der Gesetzgebung in South Carolina, die erneut den Import von Sklaven gestattete, worauf in vier Jahren 30.000 schwarze Menschen importiert wurden, drittens dem Erwerb Louisianas, wo bereits 30.000 schwarze Menschen lebten. Die Zuwachsrate, die sich den beiden letztgenannten Gründen verdankt, trägt nur zu einem Achtel zum gesamten Wachstum bei und wird durch die 100.000 schwarzen Menschen kompensiert, die im Jahre 1810 durch Freilassung aus den Registern gestrichen wurden. Die Zahl der Sklaven steigt in der exakten Proportion von 0,02611 bis 0,02915 im Vergleich zum Wachstum der Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten, ein bisschen weniger stark an. Doch steigt ihr Wachstum dort schneller als das der Weißen an, wo sie einen beachtenswerten Anteil an der Gesamtbevölkerung bilden, so zum Beispiel in den Südstaaten. Ende der Anmerkung Alexander von Humboldt. Nun möchte ich mit Herrn Cropper, Letter Addressed to the Liverpool Society, 1823, Page 18. Nun möchte ich mit Herrn Cropper sagen, dass wenn sich die Zahl der Sklaven auf den Inseln Jamaika und Kuba im selben Verhältnis wie in den Vereinigten Staaten vervielfältigt hätten, Jamaika seit 1795 und Kuba bereits seit 1800 annähernd über ihre aktuelle Bevölkerung hätten verfügen können, jedoch ohne dass die Notwendigkeit bestanden hätte, an den Küsten Afrikas 400.000 schwarze Menschen in Eisen zu schlagen und in die Häfen Port Royal und Havanna zu verschleppen. Anmerkung Alexander von Humboldt: Die Zahl von 480.000 für das Jahr 1770 gründet sich nicht auf einer gültigen Zählung. Es handelt sich hier nur um einen Richtwert. Herr Albert Gallatin vermutet, dass die Vereinigten Staaten, die Ende 1823 über eine Bevölkerung von 1.665.000 Sklaven und 250.000 freie Farbige, in Gänze also über 1.915.000 Schwarze und Mulatten verfügten, von den Küsten Afrikas nicht mehr als 500.000 Schwarze erhalten haben. Das heißt, 1.830.000 weniger als die britischen Antillen in den Jahren von 1680 bis 1786, deren Bevölkerung aus Mulatten und Schwarzen heute kaum das Drittel jener der Vereinigten Staaten zählt. Ende der Anmerkung Alexander von Humboldts Die Mortalitätsrate der Schwarzen ist auf der Insel Kuba wie auf den anderen Antilleninseln sehr ungleich verteilt, je nach Art der Kultur und Humanität der Herren und Verwalter und nach der Anzahl der schwarzen Frauen, die in der Lage sind, Kranke zu pflegen. Es gibt Plantagen, auf denen jährlich 15 bis 18 Prozent versterben. Ich habe mit angehört, wie kalt darüber diskutiert wurde, ob es für den Eigentümer günstiger sei, die Sklaven nicht in exzessiver Arbeit zu erschöpfen und sie infolgedessen weniger oft auszuwechseln, oder ob es besser sei, in wenigen Jahren alles aus ihnen herauszuholen, dann aber öfter neue Negros Botalis zu erwerben. So rechnet die Habsucht. Wenn der Mensch sich des Menschen als Lasttier bedient. Doch wäre es ungerecht, in Zweifel zu ziehen, dass die Sterblichkeit schwarzer Menschen auf Kuba in den letzten 15 Jahren stark abgenommen hat. Mehrere Eigentümer haben sich in ehrenvollster Weise um die Verbesserung der Zustände auf den Plantagen verdient gemacht. Die durchschnittliche Sterblichkeitsrate der erst kürzlich importierten schwarzen Menschen liegt immer noch bei 10 bis 12 Prozent. Anmerkung Alexander von Humboldts Man versichert, dass auf der Insel Martinique, wo es 78.000 Sklaven gibt, die durchschnittliche Mortalitätsrate bei 6.000 liegt. Die Geburtenrate der Sklaven beläuft sich jährlich bisweilen nur auf 1.200. Vor der Abschaffung des Handels verlor Jamaika jährlich 7.000 Individuen oder 2,5 Seit dieser Zeit ist der Rückgang der Bevölkerung gleich null. Ende der Anmerkung Humboldts. Die durchschnittliche Sterblichkeitsrate der erst kürzlich importierten schwarzen Menschen liegt immer noch bei 10 bis 12 Prozent. Sie könnte gemäß der Erfahrung einiger gut geleiteten Zuckerrohrplantagen auf 6 bis 8 Prozent sinken. Die Einbußen an Negros Bofalis differieren stark, entsprechend des Zeitrahmens ihres Imports. Die beste Jahreszeit ist die von Oktober bis Januar, wo das Klima gut und die Fülle der Nahrungsmittel in den Plantagen beträchtlich ist. In den sehr heißen Monaten beläuft sich die Mortalitätsrate, so wie im Jahr 1802, manchmal schon während des Verkaufs, auf vier Prozent. Die Erhöhung der Zahl weiblicher Sklaven, die durch die Pflege, die sie ihren kranken Männern und Landsleuten angedeihen lassen, so nutzbringend sind, die Freistellung von der Arbeit während der Schwangerschaft, die Aufzucht der Kinder, die Unterbringung der schwarzen Familien in getrennten Häusern, ein gutes Angebot an Nahrungsmitteln, die Steigerung an Ruhetagen und die Einführung einer mäßigeren Arbeitsleistung, dies sind die geeignetsten Mittel, der Vernichtung der schwarzen Menschen vorzubeugen. Personen die die inneren Zustände der Plantagen kennen, vermuten, dass beim aktuellen Stand der Dinge die Zahl der schwarzen Sklaven jährlich um 5% abnehmen könnte, beendete man nur den illegalen Handel vollständig. Das wäre eine Quote, die in etwa der der kleinen britischen Antilleninseln entspräche, nimmt man einmal St. Lucia und Grenada aus. In den letztgenannten war man durch die parlamentarischen Debatten fünfzehn Jahre vor der definitiven Aufhebung des Handels gewarnt. Man hatte die Zeit, die Zahl der schwarzen Frauen zu erhöhen. Auf der Insel Kuba vollzog sich die Abschaffung rascher und unerwarteter. Wir hatten bereits weiter oben gesehen, dass die ganze Insel etwa 200 Menschen pro Quadratseemeile zählt. Das ist ein Drittel weniger als in der Provinz Cuenca, die als die am schwächsten besiedelte Provinz Spaniens gilt, und noch viermal dünner als das Departement des sud salp das einwohnerschwächste Departement Frankreichs, besiedelt ist. Die Einwohner der Insel Kuba sind so ungleich verteilt, dass man etwa fünf Sechstel der Insel als entvölkert ansehen kann. Es gibt verschiedene Pfarrbezirke, auf denen man inmitten der Weiden nicht 15 Einwohner auf der Quadratmeile antrifft. Im Gegenzug findet man im Dreieck, das von Bahia Honda, Batabano und Matanthas gebildet wird, auf 410 Quadratseemeilen oder auf einem Neuntel der Gesamtfläche der Insel Mehr als 300.000 Einwohner, also fünf Siebtel der Inselbevölkerung und sechs Siebtel seines landwirtschaftlichen und kommerziellen Reichtums. Wir hatten bereits weiter oben darauf aufmerksam gemacht, wie stark die Bevölkerung der Insel Kuba im Laufe der Jahrhunderte in der Lage sein könnte, zu wachsen. Ich bin in einem Lande des Nordens geboren und möchte daran erinnern, dass die Mark Brandenburg, die zum großen Teil sandig ist, dank einer dem Fortschritt der landwirtschaftlichen Industrie zugeneigten Verwaltung auf einer Fläche, die dreimal kleiner ist als die Kubas, eine fast doppelt so zahlreiche Bevölkerung ernährt. Die extreme Ungleichheit in der Verteilung der Bevölkerung das Fehlen von Einwohnern an einem großen Teil der Küsten und deren enorme Ausdehnung machen die militärische Verteidigung der ganzen Insel unmöglich. Man kann weder die Landung des Feindes noch den illegalen Handel verhindern. Havanna ist ohne Zweifel ein gut verteidigter Hafen, der dank seiner Festungen mit den bedeutendsten Plätzen Europas konkurrieren kann. Die Torriones und Festungen von Cochimar, Jaruco, Matanzas, Mariel, Bahia Honda, Batabano, Jago und Trinidad können einen mehr oder weniger langen Widerstand gewährleisten. Aber zwei Drittel der Insel sind fast ohne Verteidigung und können diese kaum im noch so regen Dienst der mit Kanonen bestückten Schaluppen finden. Die intellektuelle Kultur die fast gänzlich der weißen Klasse vorbehalten bleibt, ist in der Bevölkerung ebenso ungleich verteilt. Die große Gesellschaft Havannas gleicht dank des Wohlstandes und Verfeinerung der Sitten der Gesellschaft von Cadiz und anderer reicher Handelsstädte in Europa. Wenn man aber die Hauptstadt oder die benachbarten von reichen Eigentümern bewohnten Plantagen verlässt, ist man schockiert vom Kontrast den diese partielle und lokale Kultur zu den Sitten, die auf den isolierten Höfen oder den kleinen Städten herrscht, bildet. Die Habaneros waren die Ersten unter den reichen Einwohnern der spanischen Kolonien, die nach Spanien, Frankreich und Italien gereist sind. In Havanna war man schon immer über die europäische Politik besser informiert, auch über die an den Höfen gesponnenen Intrigen, die einen Minister zu stützen oder zu stürzen vermögen. Diese Kenntnis der Ereignisse, diese Vorausschau der Zukunftschancen haben den Bewohnern der Insel Kuba kräftig geholfen, sich eines Teils der Hemmnisse zu entledigen, die die Entwicklung des kolonialen Wachstums bremsten. In der Zeitspanne zwischen dem Frieden von Versailles und dem Beginn der Revolution von Saint-Domingue, Haiti, schien Havanna zehnmal näher an Madrid gelegen zu sein als Mexiko, Caracas und Neu-Granada. Fünfzehn Jahre später, zur Zeit meines Aufenthaltes in den Kolonien, hatte dieser Anschein einer Ungleichheit der Distanz bereits beträchtlich abgenommen. Heute da die Unabhängigkeit der kontinentalen Kolonien, die Einfuhr ausländischer Industrieprodukte und die finanziellen Bedürfnisse der neuen Staaten, die Beziehungen zwischen Europa und Amerika aufgrund der Verkürzung von Wegen durch eine verbesserte Navigationstechnik vervielfacht haben, und wo Kolumbianer, Mexikaner und die Bewohner Guatemalas darin konkurrieren, Europa zu besuchen, scheint sich eine Vielzahl der ehemaligen spanischen Kolonien unserem Kontinent angenähert zu haben in wenigen jahren haben sich große veränderungen ergeben die sich nun mit zunehmender schnelligkeit weiterentwickeln sie sind das ergebnis der aufklärung und einer zu lange unterdrückten aktivität sie lassen die unterschiede der sitten und der zivilisation die ich zu Beginn des Jahrhunderts in Caracas, Bogotá, Quito, Lima, Mexiko und Havanna beobachtet habe, weniger eklatant erscheinen. Der Einfluss der baskischen, katalanischen, galizischen und andalusischen Herkunft werden von Tag zu Tag weniger spürbar. Und vielleicht bereits während ich diese Zeilen schreibe, ist es kaum mehr korrekt, die Nuancen der verschiedenen Nationalkulturen der genannten sechs Hauptstädte charakterisieren zu wollen, so wie ich es an anderer Stelle getan habe. Die Insel Kuba verfügt nicht über diese großen und prächtigen Gebäude, wie sie in Mexiko bereits vor langer Zeit errichtet worden sind. Aber Havanna verfügt über Institutionen, denen der, durch eine glückliche Rivalität zwischen den verschiedenen Zentren der amerikanischen Zivilisation belebte Patriotismus der Einwohner zu vergrößern und zu perfektionieren wissen wird, wenn die politischen Umstände und das Vertrauen in den Erhalt der inneren Ruhe es erlauben. Die 1793 gegründete patriotische Gesellschaft Havannas sowie jene von Sancti Spiritus, Puerto Principe, und Trinidad, die von ihr abhängen. Die Universität mit ihren Lehrstühlen für Theologie, Jurisprudenz, Medizin und Mathematik, die 1728 im Konvent der Padres Predicatoris eingerichtet wurden. Der Lehrstuhl für ökonomische Politik, das Museum und die Schule der beschreibenden Anatomie, die sich dem aufgeklärten Geist des Don Alejandro Ramirez verdanken. Die öffentliche Bibliothek, die kostenlose Zeichen- und Malschule, die Nautische Schule, die Lancaster-Schulen und der Botanische Garten sind diese zum Teils bereits altehrwürdigen, teils im Entstehen begriffenen Institutionen. Sie hoffen, die einen auf fortschreitende Verbesserungen, die anderen auf totale Reformen, die dazu geeignet sind, sie mit dem Geist des Jahrhunderts und den Bedürfnissen der Gesellschaft in Einklang zu bringen. Anmerkung Alexander von Humboldts 1. Allein in Havanna gab es um 1825 mehr als 500 praktizierende Ärzte, Chirurgen und Pharmazeuten. Auf der ganzen Insel zählte man im selben Jahr 312 Advokaten, davon 198 in Havanna und 94 Escribanus, Gerichtsschreiber. Allein das Anwachsen der Advokaten war immens. Noch 1814 gab es in Havanna nur 84 und auf der ganzen Insel 130. 2. Der Klerus auf der Insel Kuba ist weder zahlreich noch sehr reich wenn man den Bischof von Havanna, der über 110.000 Piaster, und den Erzbischof von Santiago de Cuba, der über 40.000 Piaster jährlicher Rente verfügt, einmal ausnimmt. Die Kanoniker verfügen über 5.000 Piaster. Gemäß den offiziellen Zählungen, über die ich verfüge, übersteigt der Klerus nicht 1.100 Personen. Ende der Anmerkung. Alexander von Humboldt Alexander von Humboldt Politischer Essay über die Insel Kuba Bevölkerung der Insel Kuba Sie hörten ausgewählte Passagen des Essay Politik sur l'île de Cuba Band 1 Seiten 113 bis 187 Lesung und Übersetzung aus dem Französischen Mark Pusch 2020 250 Jahre Alexander von Humboldt